So Leute, willkommen wieder zu einem neuen Kampfstock-Video. Viele haben gefragt, wie der erste Teil weitergeht. Ihr nehmt den Stock einfach mit beiden Händen so oder so, wie aus dem ersten Teil. So startet ihr und dann dreht ihr ihn einfach hier rüber. So weit, so gut. Das habt ihr im ersten Teil gelernt. Ab hier wurde es dann halt kompliziert. Das hatte ich nicht gezeigt. Hier drückt ihr halt mit der Hand den Stock nach unten. Und hier macht ihr die Hand auf. Und der Stock, der rutscht dir einfach nur über den Daumen. Zack. Mehr ist es nicht. Nochmal. Die Hand geht auf. Und hier drückt ihr den Stock einfach rüber. Nochmal. Die Hand auf. Und Stock rüber drücken. Und hier könnt ihr den ja weiterführen und dann geht ihr hier rüber und übergibt einfach. So könnt ihr starten, dass ihr hier über die Handfläche rüber geht. Zack. Ab hier greift ihr zu. Die Handflächen gehen beide nach oben. Die Däume gehen übereinander und übergeben den Stock. Und dann ist der Stock in der anderen Hand. Hier führt ihr jetzt die rechte Hand wieder zum Stock und drückt ihn nach unten. Dabei geht die linke Hand auf und dann übergibt ihr hier ganz einfach den Stock über den Rücken. Und jetzt auch hier wieder Übergabe, indem ihr einfach die Handflächen nach oben macht und die Däume aufspreizt. So, beide Handflächen nach unten. Auch hier wieder vorkommen, nach unten drücken und hier ganz einfach übergeben. So. Ja, den Kampfstock, den ich verwende, ist von Park Sung-bo und den kann man noch verlängern, das ist halt das Coole daran. Oder man kann ihn halt noch auseinanderschrauben. Somit kann man ihn ganz einfach leicht mittransportieren im Rucksack. Je länger der Stock, desto langsamer ist natürlich auch hier dieser Trick. Weil ihr wisst ja, Physik lässt sich nicht so einfach ändern. Also hier drücke ich ganz schnell und wie ihr sehen könnt, so schnell ist der Stock nicht, wenn er in der Länge ist. So, jetzt zeige ich euch das mal gleich in der kleinen Variante. So. Ein bisschen kleiner. Und jetzt könnt ihr sehen, wenn ich den jetzt hier drehe, dann kann ich viel schneller damit umgehen. Zack. Aber auch hier, ne, müsst ihr aufpassen, das kann ganz schnell ins Auge gehen. Hier muss ich die Hände auch viel schneller bewegen als eben. Und das ist ein bisschen tricky. Hier passieren auch die meisten Fehler. Das heißt, wenn ihr erstmal langsam anfangen wollt, dann empfehle ich euch, den Stock lang zu lassen und dann halt ganz langsam und geschmeidig den Schwung ausnutzen und das hier einfach über die Handfläche drehen. So, das war jetzt das Video zu Kampfstocktechnik Teil 1, also 1.2, dementsprechend, wie man es weiterführt. Wenn ihr weitere Fragen habt zu Teil 1 bis, ich glaube, 7 gibt es mittlerweile, dann stellt es ruhig hier unten in den Video rein. In den Kommentaren. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und viel Spaß beim Trainieren.